Der König ist gekürt. Schon seit einigen Tagen stand eines fest, das diesjährige Dschungelcamp würde ein Mann gewinnen. Erik Stehfest, 32, Filip Pavlovic, 27, und Manuel Flickinger, 33, lösten in einem spannenden Halbfinale die Tickets für die letzte Folge, für Harald Glöckler, 56, und Peter Althoff, 66, war die Reise in Südafrika hingegen zu Ende. Heute Abend mussten sich alle drei verbliebenen Camper einer Ekelprüfung stellen, doch nur einer konnte das Publikum vollends überzeugen. Filip ist der Dschungelkönig 2022. Die drei Finalisten sahen sich heute drei völlig verschiedenen Aufgaben gegenüber, während Filip 10 Minuten lang unter einer Mischung exotischer Tiere ausharren musste, sah sich Erik einem 5-Gänge-Menü der besonderen Art gegenüber. Beide meisterten ihre Aufgaben mit Bravour. Am Ende hatte jedoch der ehemalige Bachelorette-Boy die Nase vorn. Oh mein Gott, danke Leute. Ich bin Dschungelkönig. Ich bin einfach Dschungelkönig, ließ er seinen Emotionen freien Lauf. Filip hatte sich in zahlreichen Prüfungen als Champion hervorgetan, mehrmals hatte er seine Ängste überwunden und die maximale Zahl der möglichen Sterne geholt. Damit sicherte er seinem Team ein ums andere Mal ein leckeres Abendessen.